Ich glaube, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt sage, der Donnerstag ist der für längere Zeit sonnigste Tag. Wir haben nämlich ein stabiles Hochdruckgebiet in der Nähe und das heißt Tim. Sein Zentrum liegt hier in der Nähe von Schottland. Da strömt die relativ kühle Luft immer noch südwärts über Deutschland hinweg. Die ganz warme Luft, die ist doch ein Stückchen weit entfernt, nämlich hier im westlichen Mittelmeerraum zwischen Spanien und Tunesien. Aber hier ist auch gleichzeitig ein Tief da mit Schauern und auch Gewittern. Bei uns keine Schauer, keine Gewitter an diesem Donnerstag. Viel Sonnenschein am meisten im Südwesten und auch im äußersten Norden so 11, 12, 13, 14 Stunden. 14 Stunden wäre die volle Sonnenscheinausbeute für die Jahreszeit. Im Osten ist es tendenziell ein bisschen weniger. Und bevor wir zu der Detailprognose kommen, noch ein Hinweis für den Morgen. Da gibt es nämlich örtlich Bodenfrost in den Mittelgebirgstälern, mehr Richtung Osten, vor allen Dingen Richtung Erzgebirge, Bayerischer Wald und sowieso dann auch in den Alpentälern. Dafür gleich mal viel Sonnenschein, lokale Frühnebelfelder sind schnell weg. Wir haben dann am Vormittag so ein paar hochnebelartige Quellwolken, gerade im Nordosten unseres Landes. Die werden dann umgewandelt in etwas größere Quellwolken am Nachmittag. Aber die Sonne ist immer wieder mit dabei und strahlend ist es dann, wie eingangs schon erwähnt, im Südwesten und auch in der Küstenregion. Dort bei auflandigem Wind relativ frisch mit 11 bis maximal 15 Grad, aber sonst ein astreiner Frühlingstag mit 16 bis sogar 22 Grad entlang des Rheins und an der Mosel sowie an der Saar. Nochmal kurz zum Wind. Ich habe vorhin schon gesagt, auflandiger Wind an den Küsten. Da kommt er nämlich aus Nordwest bis Nord. Ist auch ein bisschen böig. Im Mittel mit Stärke 3 bis 4, ansonsten nur schwach. Im Süden aus Nordost bis Ost.